Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr ja schon wisst, haben sich die Farben von Directions teilweise verändert. Ich habe es ja auch schon in dem letzten, die neuen Directions Video gesagt, aber ich muss es jetzt natürlich hier nochmal erklären für die Leute, die das erste Video dazu nicht gesehen haben. Also ich habe vor ungefähr einem Jahr schon mal ein Video zu allen Farben von Directions gemacht. Habe euch da gezeigt, wie sehen die Farben aus, wie waschen die sich raus und wenn ich es wusste, sind die ausblondierbar, ja oder nein, und halten sie auf Naturhaar und all sowas eben, was ich zu den Farben sagen konnte. Und ich werde euch also in diesen, die neuen Directions Videos zeigen, wie sehen die einzelnen Farben getönt aus, lassen sie sich ausblondieren, wie waschen sie sich raus und halten sie auf Naturhaar, also genau das gleiche, also quasi nur nochmal als Update. Wie immer sind Fotos von den Farbsträhnen im getönten Zustand nach dem Blondieren, beim Auswaschen und so weiter auf meinem Blog. Der Link dazu ist hier in der Beschreibung. Und da könnt ihr euch das dann nochmal in Ruhe angucken, falls euch das jetzt hier in den Videos zu schnell geht. Da Directions ja sehr viele Farben hat, ich glaube es sind über 30, wollte ich das nicht alles in ein Video packen, sondern ich werde eben mehrere Teile hierzu machen. Ich habe, wie gesagt, vor kurzem den ersten Teil abgedreht. Und das ist jetzt der zweite Teil. Hier geht es jetzt um folgende Farben. Cerise, Mandarin, Aprikot und Tangerine, wie auch immer man das ausspricht. Tangerine wahrscheinlich, ist mir aber auch egal, wie man es ausspricht. Hier seht ihr die Farben mal, nachdem ich sie frisch auf die Farbsträhne aufgetragen habe. Und nach der Einwirkzeit und im trockenen Zustand sehen die dann also so aus, fertig getönt. Und Cerise ist so ein dunkler Pinkton, so ein Kirschpink. Das heißt es ja, glaube ich, auch übersetzt. Ja, Mandarin ist so ein Pink-Orange. Also ich finde schon, dass das Orange einen leichten Pinkstich hat. Aprikot ist so ein Gelb-Orange, also so Aprikosen-Orange eben, so ein typisches. Und Tangerin ist so ein Rot-Orange, sind also drei verschiedene Orangetöne, die aber alle ein bisschen unterschiedlich aussehen und eben dieses dunkle Pink. Ja, dann habe ich eben versucht, diese Farben auszublondieren. Bei Cerise ist es fast vollständig rausgegangen, ein leichter Rosastich ist noch vorhanden, aber es könnte auch genauso gut sein, dass sich das so ein bisschen in die Strähne verwaschen hat, also beim Rauswaschen, dass da eben so ein kleiner Rosastich zurückblieb. Das glaube ich eigentlich eher, weil es nämlich auf der ganzen Strähne so aussieht. Dasselbe bei Mandarin und Aprikot, also sind auch so ziemlich vollständig entfernt, nur dieser Rosastich ist noch da, der aber wie gesagt wahrscheinlich vom Auswaschen kommt. Und bei Tangerine ist fast gar nichts passiert, also das ist ein ganz klein bisschen heller geworden, aber die Blondierung macht der Farbe eigentlich gar nichts. Und habe die Blondierung dann natürlich mit Shampoo einmal ausgewaschen, habe kurz eine Spülung drüber gemacht und das Ergebnis sah dann halt so aus. Also deswegen sind die Farben auch schon an sich ein bisschen heller geworden, weil es jetzt natürlich dann auch schon quasi die erste Haarwäsche gleichzeitig auch war. Und nach der zweiten Haarwäsche hat sich eigentlich kaum was verändert, die Farben werden halt immer nur so ein ganz kleines bisschen heller. Und nach der dritten Haarwäsche ist es bei Mandarin und Aprikot so, dass die schon sehr schnell verschwinden, finde ich. Die Haltbarkeit ist nicht so gut. Cerise ist, finde ich, eine Farbe, die sehr stark blutet. Und deswegen verfärbt die diese Strähne auch so. Also die ganze Strähne bekommt hier so einen rosa Stich, weil die Farbe einfach so stark blutet. Also ich nenne das immer ausblutet, wenn eine Farbe beim Waschen halt immer so nachsifft. Wisst ihr, was ich meine? Aber wäscht sich halt auch nach und nach immer ein bisschen weiter raus. Nach der vierten Wäsche ist auch nicht wirklich irgendwas passiert. Nach der fünften Wäsche wird Cerise allmählich doch heller und Tangerine wird auch deutlich heller. Nach der sechsten Wäsche tut sich dann auf einmal schlagartig sehr viel. Cerise ist sehr, sehr, sehr viel heller geworden. Mandarin und Aprikot sind so ziemlich vollständig draußen schon. Und Tangerine ist aber sehr gut noch zu erkennen. Die Farbe ist, finde ich, auch ein bisschen hartnäckiger als die anderen Farben. Nach der siebten Haarwäsche ist Tangerine zwar sehr hell, aber immer noch sichtbar. Und nach der achten Wäsche sieht man das doch sehr deutlich, dass Tangerine wesentlich hartnäckiger ist als die anderen Farben. Also dieser Stich ist immer noch da, die anderen Farben sind nicht mehr wirklich zu sehen. Aber nach und nach wäscht sich dieser leichte Stich, der jetzt noch da ist, dann auch aus. Es dauert aber ein bisschen. Also die Farbe ist doch schon echt hartnäckiger. Also insgesamt finde ich, dass Cerise und Tangerine auf jeden Fall am hartnäckigsten waren. Kommen wir jetzt mal zur Haltbarkeit auf naturbelassenem Haar. Bei Cerise ist es so, dass hier die Farbe wirklich sehr, sehr gut auf naturbelassenem Haar hält. Sie ist auch wirklich extrem kräftig. Man sieht sie sehr gut. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es bei braunen Haaren noch schön aussieht. Da wird es natürlich dann nicht kräftig, aber so ein Pink, leichter lila Schimmer wird auf jeden Fall da sein. Die hält auch wirklich sehr, sehr lange. Ich habe jetzt hier nach der ersten und zweiten Haarwäsche nicht wirklich einen Unterschied bemerkt.
Erst nach der dritten Haarwäsche sieht man es hier, dass die Farbe jetzt doch allmählich ein bisschen heller wird. Nach der vierten Haarwäsche auch nochmal ein ganz kleines bisschen heller wird. Und erst nach der fünften Haarwäsche ist die Farbe dann so einigermaßen draußen. Leichter Stich ist immer noch da, aber hält schon viel besser als die Farben, die ich euch bisher jetzt gezeigt hatte. Bei Mandarin ist es so, dass das Haar eher so einen leichten Gold-Orange-Stich bekommt, was ich übrigens sehr schön finde. Also es ist jetzt nicht wirklich knallig orange, es sieht jetzt auch nicht wirklich bunt aus in dem Sinne, sondern das Haar kriegt einfach nur so einen leichten Stich. Es sieht extrem natürlich aus, die Haare glänzen sehr schön. Und das Ganze war nach drei Haarwäschen dann auch draußen. Bei Apricot ist es sehr ähnlich. Das ist kein Gold-Orange-Ton, sondern einfach nur einen Goldton. So sieht es zumindest dann bei mir aus. Auch sehr schön, die Haare glänzen dadurch extrem. Hat bei mir jetzt zwei Haarwäschen gehalten, aber auch das Ergebnis finde ich unheimlich schön, sehr natürlich. Man sieht hier nicht, dass es eigentlich eine bunte Farbe ist, sondern es ist eigentlich eher, als hätte man einfach nur einen Goldstich im Haar, was ich echt schön finde. Bei Tangerine finde ich das ehrlich gesagt nicht so schön. Das sieht irgendwie so ganz komisch orange aus, wurde nach der zweiten Haarwäsche dann auch gelb. Und war dann Gott sei Dank auch nach der dritten Haarwäsche nicht mehr zu sehen. Ich meine, Geschmäcker sind ja verschieden, aber mir hat der Ton jetzt hier auf meiner Naturhaarfarbe überhaupt nicht gefallen. Sah auch sehr künstlich aus, was natürlich immer Geschmackssache ist. Wenn man das mag, ist es ja schön. Bei mir hat das jetzt so an mir gar nicht gefallen. Ja, die drei Orangetöne sind auf Naturhaar zwar sichtbar, aber auch nicht so haltbar. Nach zwei, drei Haarwäschen im Schnitt sind sie dann schon wieder draußen. Cerise ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man unblondierte Haare hat. Man sollte halt nur möglichst helle Haare haben, weil je dunkler das Haar ist, desto weniger sieht man natürlich davon. Wie gesagt, wenn man jetzt eher so braune Haare hat, dann wird man wahrscheinlich nur so einen leichten Pinkstich erkennen oder so einen Kirschpinkstich oder lila Stich, je nachdem, wie sich das dann zu der Haarfarbe addiert. Was aber auch schön aussehen kann, das müsste man dann mal ausprobieren. Nur bei ganz dunklem Haar ist es halt immer schwierig, weil man dann wahrscheinlich gar nichts mehr sehen würde. Aber jetzt so auf mittelblond, hellbraunem Haar, glaube ich, könnte das ganz schön aussehen. Müsste man mal ausprobieren. Hält auf jeden Fall, also für die, die es wissen wollten, weil gerade Cerise sehr oft angefragt wurde jetzt. Und auch die anderen Farben, die kommen jetzt demnächst. Ich werde da jetzt nicht mehr so viel Zeitabstand zwischen den Videos lassen. Und ja, dann war es das jetzt auch wieder mit diesen paar Farben. Und die nächsten Farben kommen dann bald. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen und weitergeholfen hat. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr dies noch nicht getan habt. Dann verlinke ich euch jetzt hier noch meine letzten beiden Videos. Ganz wichtig, mein November-Favoriten-Video mit anschließendem Gewinnspiel. Da könnt ihr was ganz, ganz Tolles gewinnen. Das Gewinnspiel geht aber allerdings nicht mehr lange. Am Sonntag werden schon die Gewinner verkündet. Also macht hinne, wenn ihr noch dran teilnehmen wollt. Und mein zweites Video, das war der zweite Teil des GOT Game of Thrones Haul Videos. Wenn euch das interessiert, dann schaut es euch an und dann bis demnächst. Macht's gut, tschüss.